Willkommen zu Battleblock Theater, einem 2D-Plattformer-Jump'n'Run, das sehr, sehr lustig und, wenn man das im Hintergrund sieht, auch sehr, sehr chaotisch sein soll. Viele Leute finden, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel ist und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Und als jemand, der nicht wirklich gut in Plattformern ist, bin ich gespannt, wie das abläuft. Der Hintergrund, was ich da schon sehe, macht mir Angst. I think you should pick cool and good things, and not dumb and stupid things. So, als allererstes, wir können auswählen, was wir wollen, welche Farbe wir wollen, welches Aussehen wir haben wollen. Wir gehen erstmal, ja, mit Quadratschädel. Es soll Möglichkeit geben, Hüte auszuwählen, aber ich drücke hier gerade auf den Dingern rum und da passiert nichts. Also, könnten wir noch Farbe ändern, aber ich bleib bei grün. Good evening, boys and girls, ladies, and a gentleman. Turn the lights down low and shut your faces as I wrap you in the cozy blanket of a story. A story as heartwarming and soft as a mother's kiss. Or is it? Shh! Once upon a time, there was a boat. Now, this wasn't just any boat, children. It was a ship. A ship full of friends. Hundreds of friends. Best friends, one and all. A veritable friendship it was. Get it? But it wouldn't be very ladylike of me if I didn't mention the most noteworthy friend on board. Hattie Hattington. Say hi to Hattie. Hattie was like King Friend of Friendship Kingdom. Best friend to one and all, and the walking definition of handsome gentleman. Now, one fine morning, Hattie and pal set out for a new, exciting adventure. What fantastic wonders would they discover this time? Perhaps they'd come across a scary ghost ship. Perhaps they'd find an island made entirely of candy. Perhaps they'd meet a band of scary, swashbuckling pirates and join forces to find an island made entirely of candy. Who knew? But it didn't matter. So long as they were together, there were smiles to be had and adventures to be shared. Now today, 'twas a day like any other adventure-y day. Spirits were uncrushably high, everyone was singing and dancing and having a jolly time, when suddenly the ocean was all like surprise, and a huge, massive storm brewed out of nowhere. Boy, that was quick. And there was thunder, boom! And the lightning, boom! And the wind, boom! And like that, it was over. Is everyone okay? Said Hattie. I don't know what I'd do if I lost even one of you, Hattie continued. But the eye of the storm is very misleading, children. Never turn your back on it, because the ocean was all like, psych! And it came back even bigger this time, twice as big. As if Poseidon himself extended his hand in friendship and they spat in his mouth. Boy, he was pissed. He was mad. And the rain came down like a shower of bullets. And the floorboards were buckling and creaking and breaking, and pieces of their ship were raining down like shards of broken dreams. And then Reginald comes upstairs and he's all like, I say, gentlemen, I do believe we're in quite a spot of bother. And everyone else was like, really? What tipped you off, genius? And then Hattie was all like, hey, be nice. Huge giant waves thrashed the boat to and fro, carelessly sprinkling friend after friend into the cold, unforgiving abyss of the deep, dark ocean. Everyone was screaming like, help me! Splash! Splash! And there was this huge whale like, mwah! And made it super scary. And I think there was a shark. Yep, there he is. Oh, God. And then Hattie was all like, hold on to your butts. Land ho! And bang, 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 smash! A shipwreck, as foretold by their fate books of fate. And while it seems like the end, this is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS Friendship. What a strange, mysterious island. And what's this? The shore is riddled with little friend-sized footprints. I guess the tide brought them to land. How utterly convenient. But where have they gotten to? Who knows? I don't. Do you? I don't. Do you? I don't. Do welcome to Battleblock Theater. Go inside the door when you, anytime. Das ist ein Anfang gewesen. Die ganzen Freunde, die hier neben uns liegen, die ignorieren wir einfach mal. Haha, das ist ja cool.
Maybe our friends came in here to take shelter from the rain. That's smart. But geez, what a gloomy place. Ever heard of spring cleaning? So, wir sind dann schon mal im Tutorialland gelandet und legen eine Erklärung bekommen. Und... Oh, happy day! It's Hattie! And look, he's made some wonderful new friends! Ooh, and they got him a present! How thoughtful! Hey, wait a second, I don't think that was a present. Ha! Those guys aren't wonderful new friends, are they? Just stay hidden and keep quiet. They haven't seen you yet. Oh no, they see you! Clench your butt, this isn't gonna be good! Yep, that wasn't good. That wasn't good at all. Okay, und damit sind wir im Knast gelandet. Wir sehen, vermute ich mal, dass man unterschiedlichen Sachen freischalten kann. Dass wir unterschiedlichen Schädelarten wir haben könnten. Und wären hier noch ein zweiter Spieler dabei, könnte der auch gucken. I perform better than that last prisoner. Uh-oh. Okay, wir sind scheinbar in einen Knast gelandet, wo wir dann für deren Amüsierung was machen müssen. Oh, it smells like beef stew in here. It's making me sick and hungry at the same time. Forget, you can't swim. Damn. So, ich will sehen, wie ich den da wegdrücke. Oh, okay, ich habe ihn besiegt. Rock on, my little naked friend. Das war so gewollt, gut. Und da muss ich drüber springen. All done! Can't complain. Okay, wir haben nicht alles hinbekommen. Und ich kann einen Frisbee werfen und das hier. Ich geh mal noch was aus, wenn ich das gedrückt halte. And then she was like, hold on. Good job, you got together. Anyway, so then she's like, I don't care. Okay, dann kann ich ruhig durcharbeiten. Okay, damit habe ich eine Möglichkeit, Gegner zu stunnen. Und da hätte ich nicht reinfallen sollen. Oh, nice. What an amazing jewel. Okay, ich könnte mich jetzt schon. Ach, hier muss ich auch weiter, okay. Oh, nice! Cool, die Dinge explodieren. Nur eine Sache habe ich jetzt leider schon gesehen gehabt, dass wir nicht geholt haben. Und das war ein Stoffgarn? Irgend sowas? Awesome job! Oh, die gehen alle dabei drauf.
Oh, damn. Genau. Oh, das Zeug hätte sich eh regeneriert. Okay, nevermind. Hätte ich das gar nicht so machen müssen. I hope you got a good weapon handy. I do. Nice. Dingling, gargle. So, da oben. Wir sehen, da ist so ein blauer. So ein blauer Strich. Ich denke, das ist für einen Teleporter gedacht. Dann heißt es so, wir müssen nur den anderen Punkt des Teleporters noch finden. Ich muss ja irgendwie wissen, wie man da runterkommt. Keine Ahnung. Okay. Achso, das ist da oben gedacht. Ich dachte, das ist früher. Okay, also vom Feuer getroffen werden ist kein Problem. Gleichzeitig sehen wir aber auch... Das war ja nicht clever. Okay, wir haben also den Kollegen wirklich konstant am Hintergrund labern. Ich denke, das ist das Beste, was man machen kann, wenn man sich mit denen einlassen muss. Die will ich aber von Weitem angreifen. Oh, da ist es, die Sache. Achso, ich hätte das Boot dorthin navigieren müssen. Aber der Witz ist im Endeffekt... Ah, so. Ich will es jetzt mal ganz kurz einfach mal testen. Okay, da hinten ist dann auch nichts mehr. Aber für die Zukunft gut zu wissen. Also ich brauche grundsätzlich immer 3 Stück von denen. Und alles, was ich mehr bekomme, gibt irgendwie Boni. Keine Ahnung. That A plus is so close I can taste it and it tastes good. Ah, und damit haben wir die ersten 3 freigeschalten und... Spencer Gems hier. Da könnte ich dann weitergehen. Gehen wir mal dahin. Oh. We got the goods. Ah, da bräuchte ich 5 für. Kann ich da rein? Nö. Achso, das ist vermutlich Trading. Ja, okay, steht da bei Trading Post. Also mit anderen Spielern kann man da Sachen traden. Okidoki, dann... Wie komme ich hier wieder zurück? So komme ich da wieder zurück. Okay. Prisoner Concession Device. What? I don't know. Okay, Gift Shop. Da können wir wieder raus. Wanna unlock... Ach so. Das kostet also 10. Unlock the prisoner, you can't play them. Gems can only be spent on prisoners. Okay, und ich gehe mal davon aus, dass wir sowas wie Hüte dann halt durchs Spielen oder ähnliches freischalten. Feel free to customize your prisoner. Performer. Yes. Komme ich noch nicht hundertprozentig raus. Wie? Wie ich jetzt den anderen Typen auswählen kann? Hier unten, das sind alles Waffen. Und wenn ich hier drücke, passiert nichts. Gut, dann gehen wir weiter auf 1-4. Find the gems and put them in your pocket. Then find the door and you can unlock it. Oh. Das war Nido. Der Drecksack da oben. Eieiei. No. Ich hab den immer gestunt. Aber von hier aus. Von
ich mich auch um die kümmern. Haha. Dabei draufgegangen? Nope. Aber jetzt. Ja, schön einfach runterfallen und dann wieder doppelt jumpen. Funktioniert. A gem! Yeah! Interessant. Okay, da unten hin. You use these on the vending machines in the store, okay? Bye! Exactly. Okay, müsste ich den? Sollte ich den folgen? And everything's coming together like butt cheeks. Nice, und dann haben wir auch gleichzeitig den Kollegen dort dort ausgeschalten. Du Drecksack. Hau hier einfach ab. Also der Anfang ist noch logischerweise relativ angenehm. Wir sammeln einige. Hey! Ja, perfekt war es wieder nicht. Dafür muss ich vermutlich schneller sein. Okay, dort unten ist wieder einer und wir haben ein neues Element. Eis. Mal gucken, wie Eis das ist. Cha-ching! Was haben wir hier? Aber nur ein Hinweis, dass es Wasser ist. Ja, hier müssen wir aber wirklich aufpassen. Ah, okay. Cool, und so kann man dann halt das Ganze relativ mobil angehen. Der Drecksack hat das Ganze mit seiner Zunge. Oh, das okay, das macht also auch schon Schaden. Das ist natürlich cool. Das heißt also, das Zeug zu spammen, tut es zum Teil auch schon. Okay, jetzt nutzen wir das Boot das mal richtig hier. Honestly, treat yourself. Go out for cheeseburgers and chocolate milkshakes. And take me with you and treat me too. Da komme ich leider so nicht. Going down. Ah, ich sehe schon. Cool. So, wir haben da die Möglichkeit, auf die zurückzugreifen. Gehst du weg? Hey. No! Drecksack. Oh my goodness gracious! Kleiner Drecksack, du. Nein. Oh my goodness gracious! Da wollte ich jetzt nicht rein. Wow, die kommen ja bis hier hoch. Geh weg. Die haben jetzt beide wegbekommen, weil sie mehr oder weniger sich selbst umgenietet haben. Ah, Eis, Eis, come on. Danke. Okay, und da ist wieder einer, der unsichtbar ist. Ah. So ist hier nichts mehr? Nee, scheinbar nicht. Okay, also Zeit werden wir vermutlich wieder nicht hinkriegen, einfach weil ich zu häufig draufgegangen bin. Aber wir haben wieder mal alles andere bekommen. Das ist gut. Now that's how it's done. Nice. Now! Yeah. Oh! Okay, damit holen wir das Boot her. Kommen so rüber. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Rock on, my little naked friend. Ah, okay. Ah, auch gemacht. One of these have delicious fruity centers. Ah, okay.
Wir werden also wirklich immer so nach und nach neuen Elementen vorgestellt. Ihn getroffen? Wird es den treffen? Es hat ihn zumindest, ja. Mit ein bisschen Glück. Yes. Oh shit. Aber das Zeug kommt wenigstens alles wieder zurück. Und eine wichtige Sache, wenn man in der Luft zuschlägt, kann man seinen Fall reduzieren. Das heißt also, falls man einen Sprung nicht schafft, kann man nochmal darauf zurückgreifen. Nido. Aber bisher ein ziemlich cooles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. So, da oben ist ein Teleporter, also mal wieder die Augen offen halten. Very, 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 very careful. Ha. Wo ist der eine Teleporter? Ein bisschen die Augen noch mal offen halten. Da ist der. Ist das? Ah! Nicht mit mir. You got all the thingies. Yes, I did. That A-plus is so close I can taste it, and it tastes good! Also der Kommentator ist durchaus ganz lustig, aber man merkt halt aber auch schon, dass er sich sehr schnell wiederholt. Keine Ahnung, vielleicht ist es nicht so schlimm, wie man vielleicht sich jetzt hier gerade so merkt, aber das ist auf jeden Fall der Fall. I would love to tell you where they put the gems, but I'm not gonna. Ha. Huh. Kein Gegner. Und, ah, das Fiese ist, der ist hier gerade. Interessant ist aber auch wirklich, man sieht, da ist eine Stange. Aber kommt da nicht durch. So ist nicht. Sah es so aus, weil der Vogel da volle Kanne durchgeflogen ist. Ne, ist einfach so, dass das hier durchsichtig ist. Nice. Don't get zapped. Most people poop themselves and die in that order. Ja, sie hat schon doch für gewisse Situationen hat er neue Sachen. Und immer mal schon drauf achten, ob man hier nicht irgendwo durch kann, denn hier gerade diese Stelle sieht schon fast so aus. Das ist aber nicht. No, go away, go away. Okay, jetzt sind sie auch getroffen. Ah, aber jetzt sind sie auch weg. Gut. Rock on, my little naked friend. Oh, und wir schalten was Neues frei. Ah, super. Super. Der fliegt schräg, automatisch. Damit muss man erstmal rechnen. Oh, und das haben wir gerade so noch für diese eine Sache noch nutzen können. Okay, und da müssen wir uns jetzt durcharbeiten. Ah, alles ist nicht so schwer. Zack. Und da können wir das hier nutzen. Wow. Could you stop? A golden hat has appeared. Bring it to the exit and I'll make it rain. So, und den Kollegen habe ich auch besiegt. Nice. So, jetzt muss ich nur noch den Exit finden. Das ist hier. Habe ich alles sonst? Ich denke ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Less than perfect, but better than failure.
einfach weiter, okay? Und da ist irgendein Drecksack mit einem Bumerang. Ich kann ihn von hier nicht treffen. Das ist vermutlich auch nichts im Wasser, weil nichts hervorgehoben wird. Ja. Okay, dann müssen wir das aktuell einfach mal ignorieren. Go away. Damn. Das war gut. Ha. Und jetzt? Ihr Drecksäcke. Wolltet mich da umnehmen. So, und hier muss ich jetzt aufpassen. Trau dich her, du Drecksack. No. Ja. Zu gierig. Ich will den ausschalten, aber ich komme nicht gescheit dran. Natürlich muss ich aber noch aufpassen, dass der mich nicht trifft. Und dann bewerfe ich ihn von der Seite, wenn ich hier rüber bin. Oh. Das hätte ich vielleicht berechnen sollen. Okay, also das Zeug zerstört mich ebenfalls sofort, wenn ich da getroffen werde. So einfach geht das. Ja, nice. Okay, das geht also nicht durch die Wolken durch. Okay. Wow, wow, wow. Warum ist da ein Teleporter? Den brauchen wir nicht für hier. Nice, so. Da ist einer ebenfalls. Your salvation lies in that tiny green package. Genau. Huh. Oh, I see. Das ist immer relativ fies, gerade diese ganzen versteckten Sachen. Man muss also immer aufpassen und immer testen. One more. Where is it? Das stimmt, man kann nämlich im Sprung auch sich selber noch ein bisschen bewegen. Also das Ganze ist nicht sofort. Okay, hier ist nichts. Wir können hier theoretisch jederzeit zurück. Das heißt also. Jetzt sind wir nochmal zurück. Hier ist doch noch eine Möglichkeit durchzukommen. Irgendwie? Nö. Oh. Wie kommt man zu dem Jahr? Ich glaube, ich weiß wie. Lass uns nochmal zurück. Yikes! Ich meine, das ist gar nicht mal so schlimm, denn ich wollte hier nochmal hingucken. Oh. Vielleicht ist es doch durch diesen Weg, ja. Tja, okay, so einfach ist das. Das ist fies. Wie kommt man da ran? Ich meine, ich bin dran gekommen, never mind. Ich hab's ja, aber wie sollte man das schaffen, ohne dabei drauf zu gehen? Wieso habe ich das Ding eigentlich nicht geläutet gehabt? Achso, weil ich da oben lang gegangen bin, genau. Sehr schön. Nicht perfekt. Wieder ein bisschen zu langsam, zu häufig drauf gegangen, aber ich kann damit leben. Ich will alle Sachen hier sammeln. Good job, prisoner number 5232. Okay, hier unten ist erstmal schon mal nichts. Interessant, unser Bumerang, unser Frisbee, der kommt da ohne Probleme durch. Da müssen wir also mit dem Kopf dran bupen. Und dann da reinspringen. What a beautiful gemstone for a beautiful prisoner. Why, thank you.
Haha! Nicht mit mir, Drecksack. Bling, bling. Haha, awesome. Nach unten läuft, läuft er wirklich nach unten. Kleinigkeit, die mir aber gefällt. Einfach aufpassen hier. Gut. Okay, Schifflein los. Dann hier hoch. Okay. Das kriegen wir hin, aber wir wollen hier hin. Oh, nice. Okay. Sehr schön. So, und ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier halt machen sollen. Genau, nice. One of your best yet? So, wir warten nochmal. Huh. Alles schön rechtzeitig gemacht. No, go away. No, go away. You little shit. Ey, können genau das gleiche wie ich, aber sind dabei draufgegangen. Haha. Donk. Kaplam. Okay, da könnte ich Geschwindigkeit aufnehmen. Passt das? Ich hoffe mal. Ja, unser Zeitproblem wird immer bestanden. Bleiben. The best score possible. Never mind. Ich hab's geschafft. Awesome. Und damit haben wir das schon mal freigeschalten. Aber hier gibt's. Interessant, es gibt den Boss. Und danach kommen bereits weitere Level. Man dachte, normalerweise ist ja wirklich so, dass es halt immer so ist. Ich weiß nicht, warum hier so viele sind. Okay, da unten wird uns auch schon sofort angezeigt, was wir bekommen. Das ist alles, was wir nehmen können. So, wir haben jetzt ein paar von denen gesammelt, also gehen wir auch hier hin. Disco-Kugel. Ha, interessant. Choose your attire, sire. Okay, wir haben nur noch diese Förmchen nur. Wir können aber jetzt hier auf einmal wirklich durchwechseln. Warum auch immer wir den einen dann nicht wählen konnten, weiß ich nicht. Und wir können jetzt die Disco-Kugel wählen. Ich nehme mal die Disco-Kugel auf 2. Cool, wir haben also neue Sachen freigeschalten. Und können jetzt mal gucken, wie das abläuft mit dem Boss. Ich weiß nicht, ob ich diesen Gedanken zu Ende gesprochen habe, aber oh, ich glaube, das Ding ist aus einem anderen Spiel. Normalerweise ist es ja so, dass man erst die ganzen Levels macht und dann den Boss. Und hier ist ja scheinbar so der Boss und dann kommen noch ein paar weitere Level danach. Just act natural. Oh, a time trial. And to make matters worse, it's super dangerous. Thank you. You're welcome. Wieso auch immer ich hier im Endeffekt, ich steck fest. Oh, die Zeit läuft weiter, das ist natürlich ganz cool. Oh, ich hab das freigeschalten, was die schon hatten, okay. Kann mir jemand erklären, was ich hier machen muss? Ich komme hier auch nicht mehr raus, das ist ganz super. Ich kann euch nicht sagen, was ich hier machen muss. Nice. Das Problem ist, dass ich da nicht durchkomme. Ich fall da immer rein. Und jetzt? Ja, daran sterbe ich. Das habe ich verstanden. Keine
Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Ich werde immer da reingestoßen. Wie macht man das? Da oben ist ein Boot. Ja, aber wie komme ich an das Boot ran? Ach so, oh, das habe ich nicht gesehen. Okay. Your butt farts. So, jetzt darf ich das endlich auch nochmal neu machen. Und jetzt darf ich endlich die richtige Waffe auswählen, warum auch immer. Ich dachte gerade wirklich, wenn ich es aufs 2 lege, dann würde das halt besser laufen. Das läuft das natürlich schon bei weitem besser. You amuse us all with your amazing gem-finding abilities. You do! You truly do! Ganz toll. Hintergrunddeko. Du Drecksack, hörst du auf damit? Okay, there's two. No, warum? Ihr Drecksäcke wolltet mich da reindrücken. Könntet ihr. Ey, nicht stunlocken, meine lieben Freunde von der Puppe. Nice to have that one. Okay, warum ist hier eine Wolke? Oh, Glück gehabt, ich dachte, ich krieg den nicht mehr. Oh Gott, die Zeit geht weiter, okay. The first of many. Ah, ich dachte, ich müsste die erst besiegen, die Geister, aber scheinbar. Scheinbar nicht. Okay, wie komme ich an das Ding ran? Ich weiß es nicht. Oh. Oh boy, so. Yarn. Gerade so die Plattform noch genutzt zum Springen. So ausweichen. Nicht schon wieder ihr. No, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Make that green girl. Make it. Okay, ich muss hier. Oh, danke. Das hat's genau getan. Genau das, was ich im Endeffekt wollte. Und das ist wirklich einfach nur Hintergrund. Okay. Ho, ho. Wir haben den Schlüssel. You're all tiny champions in my eyes, unless you didn't win. Ah, perfekt war's nicht. You sure know how to make the best of a confusing and hopeless situation. But boy, this place is quite the enigma, wouldn't you say? I would. And you know, a little warning would have been nice. You know, before they threw us headfirst into this gladiatorial, prisony place with its perilous medley of twisted stage productions that shred the silky fabric which weaves together the fragile blanket of sanity that keeps us sane. But you know, whatever. Either way, it's safe to say we're in quite a pickle jar here. We gotta rescue our friends and get back to Mr. Boat. I mean, they'd do the same for you, and adventuring just wouldn't be the same without, I don't know, this guy. Best chef in all the land. Food so stupid delicious, one taste would blow your face through the back of your head. Like bang, splat! And who could forget this quirky fellow? You know, he owns a bat farm back home, and his lifelong dream is to breed a terrifying race of super bats. None of which makes any sense, of course, because he's absolutely terrified of bats. And this lovely lass always tells the best bedtime stories, hands down. Plus, she always smells like chocolate. So that's good. And then there's this guy, and this handsome fellow, and that thing. All your best friends imprisoned. And they don't like it very much because it's bad and horrible. And then there's Hattie, the best friend.
friend of all. Why did he stab us in the back and twist the blade? I mean, just this morning he gave everybody flowers and presents, and now he goes out of his way to hurt our feelings? Oh, I think not. You can't fool me. Hattie would never betray us. Betray us. Never! Something fishy's going on here, and I think I don't like it right now at all. It must have something to do with that scary, albeit fashionable, hat. Sure looks evil. I mean, it's glowing red and stuff. Glowy red stuff is always bad. Everybody knows that. So what dangerous treats lie in store as we continue to unravel this treacherous sweater? I don't know, but use caution as you continue your gallant endeavor. Don't like, fail and die and stuff, because it's all up to you now. What? Why did do that? That was scary. So, und damit haben wir das zweite Kapitel freigeschalten. Aber ich würde sagen, für kurze Vorstellungsrunde war es das jetzt erstmal. Ich persönlich finde, dass es ein ziemlich cooles Spiel ist. Mal gucken, wie das in der Zukunft wird. Es soll angeblich noch schwerer werden. Gerade was vermutlich die Verstecke der Juwelen und sowas betrifft. Aber ich fand zumindest den Anfang sehr, sehr cool. Ich hoffe, es hat euch ebenfalls gefallen. Und bis dann.